Nachwuchs in Nürnberg. Vielleicht hat der ein oder andere die neue Avenio-Straßenbahn bereits im Stadtbild entdeckt. Denn vier neue Fahrzeuge sind jetzt schon regelmäßig bei Inbetriebnahme und Fahrschulfahrten durch Nürnberg zu sehen. Am 8. September durfte sich die neue Straßenbahn der Presse zeigen. Dabei informierten VAG und Siemens Mobility über den Avenio. Beim Avenio handelt es sich um ein barrierefreies Niederflurfahrzeug. Hinter sechs der acht besonders breiten Türen befinden sich großzügige Mehrzweckbereiche. Die Ausstattung mit WLAN und Lademöglichkeiten machen den Avenio zu einem modernen, fahrgastfreundlichen Fahrzeug. Insgesamt 26 Straßenbahnen dieses Typs kommen in den nächsten Monaten auf die Schienen. Der Avenio ist ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende. Wir haben vor, gemeinsam mit der Stadt, dass wir im Jahr 2030 insgesamt 200 Millionen Fahrgäste, das sind 30% mehr als heute, befördern, aber auch befördern können. Und um die befördern zu können, brauchen wir eben neue Strecken, einen massiven Angebotsausbau und eben für diesen massiven Angebotsausbau auch die neuen Fahrzeuge. Im Avenio steckt fränkischer Erfindergeist. Siemens Mobility hat die Fahrzeuge im Auftrag der VAG entwickelt. Also ich glaube, die Bedeutung dieses Projektes für die Region ist sehr hoch. Wir haben in Erlangen einen sehr großen Engineering-Standort. Ungefähr 3000 Ingenieure, insgesamt verschiedene Fahrzeuge. Und das ist zunächst mal ein ganz wesentlicher Teil, das Engineering, die Konstruktion, kommt zu ganz weiten Teilen aus Erlangen. Schon im nächsten Jahr wird es zwei neue Linien geben. Dafür brauchen wir auch die ersten 12 Fahrzeuge. Deswegen ist auch wichtig, dass wir in den Fahrgastbetrieb bald möglich kommen. Derzeit befindet sich der Avenio in der Inbetriebnahme- und Testphase. Die Fahrzeuge werden auf Herz und Nieren getestet, in verschiedenen Stufen. Zunächst mal, wenn sie also gebaut sind, wird alles überprüft, was die Fertigung angeht. Dann machen wir erste Testfahrten in einem Testzentrum. Da fährt man ehrlich gesagt im Kreis oder auch auf Kurvenstrecken und prüft alle Funktionen des Fahrzeugs. Und wenn das dann in Ordnung ist, das ist schon eine ganze Weile her, dann geht das erste Fahrzeug sozusagen in das Streckennetz des Kunden. Und dann fahren wir im Streckennetz, meistens nachts, wir wollen ja nicht stören, alle möglichen Betriebssituationen durch. Wir schulen die Straßenbahnfahrer und Fahrerinnen, dass man auch die Belegschaft, die mit dem Fahrzeug umgeht, sich an das Fahrzeug gewöhnen kann. Und da wird wirklich viel getestet, denn wenn Fahrgäste mitfahren, soll es keine Störung geben. Muss alles funktionieren. Ich finde, es ist uns hier gelungen, mit Siemens zusammen ein für die Fahrgäste sehr attraktives Fahrzeug auf den Weg zu bringen, eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch gerne fahren zu wollen. Wir wollen ja hier niemanden hineinzwingen, sondern wir möchten, dass die Menschen freiwillig mit uns fahren. Und dafür brauchen wir ein attraktives Fahrzeug. Und ich glaube, das kann man schon mit einem gewissen Stolz sagen. Das ist Siemens und unserem Projektteam gelungen. Pünktlich zum Christkindlesmarkt soll die erste Avenio-Straßenbahn den ÖPNV unterstützen und die Fahrgäste emissionsfrei und komfortabel an ihr Ziel bringen.